Das Schema, das dem zugrunde liegt, ich habe hier Inzahl gleich 4, ist, ich habe hier sowas wie einen Behälter für einen Wert und da wird letztendlich jetzt hier der Wert 4 reingeschrieben. Dann habe ich hier eine zweite Variablendeklaration, int number gleich 12. Ich habe hier einen zweiten Behälter mit dem Namen number und da wird jetzt der Wert 12 eingetragen. Jetzt habe ich hier eine Zuweisung, Zahl gleich Zahl plus Number durch 5. In Java, da werden wir uns gleich noch drum kümmern, gilt auch Punkt vor Strichrechnung. Das heißt, zunächst wird berechnet Number durch 5. Number, da wird aber genommen hier der Wert 12, wird jetzt durch 5 dividiert. Wir haben in Java Ganzzahldivision. Geliefert wird hier der Wert 2. Und jetzt erfolgt die Addition von Zahl, dort ist der Wert 4 gespeichert, und der berechneten 2. 4 plus 2 ergibt jetzt aber 6. Und dieser berechnete Ausdruck 6, dieser berechnete Wert 6, wird hier in die Variable Zahl geschrieben. Das heißt, nach dieser Zuweisung enthält dieser Behälter Zahl den Wert 6.